Leute, ich bin's Conny und heute spielen wir mal Combat Rift. Das ist ein Spiel, das mir von Roblox Victor vorgeschlagen wurde. Er meinte, es ist ganz cool. Ich bin jetzt erstmal schon überfordert mit dem ganzen GUI, das wir hier haben. Aber da vorne sind Goblins und die würde ich mal schlachten. Komm ran. Oh Gott, der schlägt zurück. Oh Gott, das kenne ich ja gar nicht mehr aus Roblox Spielen, dass sie zurückschlagen. Ha, das hast du davon. Das gefällt mir aber, dass sie zurückschlagen können. Ha, ha. Kann ich irgendwie dodgen? Also ich brauche gar nicht dodgen, weil ich bin stärker als er. Ich kann mich hier hinstellen und den wegmachen. Und dann recke ich wieder voll und dann kann ich den nächsten wegklatschen. Aber das gefällt mir, das... Oh, das habe ich so vermisst in all diesen Spielen. Schädel voll, ja, dann gehe ich mal auf Verkaufen. So, in all diesen Spielen, in denen man kämpft, fand ich das immer so langweilig, weil man irgendwelche Monster angreift, die sich nicht mal wehren. Hier wehren die sich wenigstens. Das finde ich gut, das sollen die auch machen. Genauso soll das sein, das gefällt mir. Oh Gott, hör mal auf, die Viecher zu one-hitten. Ich mach den erstmal wieder weg hier. Und gleich haben wir die Schädel voll. Dann kann ich wieder verkaufen. Ah, ein Schädel... Nee, komm, ich verkaufe jetzt. Ich muss mich sowieso regenerieren. Hier oben rechts steht auch Rewards eine 2. Ich kann First Sword Discovered. Dafür kriege ich zweimal Health vor 5 Minuten. Brauche ich gerade gar nicht. Und bei Geschichte kill 5 Loops. Ich claim einfach mal und krieg dafür dieses Schwert, I guess. Gucken wir einfach mal in meine Items rein. Und hier habe ich einen Steel Sword, einen Blue Strong Sword und einen Plain Strong Sword. Warum benutze ich das Blue Strong Sword nicht, wenn ich es habe? Dann rüste ich das mal schnell aus. Habe jetzt ein stärkeres Schwert und damit kann ich dann auch viel besser klatschen. Sieht auch viel cooler aus, dieses Schwert. Also das Spiel gefällt mir jetzt schon mal. Ich one-hitte die Goblins einfach. Ich one-hitte die, als ob. Bam. Jetzt wieder verkaufen. Und ich glaube, ich brauche einen größeren Backpack. Wo kann ich mir einen größeren Backpack leisten? Oder wie man das auch immer nennt, damit ich mehr Schädel halten kann. Ein X-Dash-Minigame, da muss ich mitmachen. Oh mein Gott, habe ich... Hallo? Ah, jetzt. Ich mache beim X-Dash-Minigame mit. Also ganz im Ernst, gibt es eine Taste zum Dodgen? Haha, solche Noobs. Mist, ich wollte zu viel. Ich dachte, ich schaffe das. Nobody won the round. Ich war Erster. Ich hätte es schaffen können. Ich hätte nur vorsichtiger sein müssen. Schade. Na gut, gehen wir in die Rewards rein. Abzeichen. Achso, das hier. Ich will das nicht claimen, weil das ist nur für 5 Minuten. Das hebe ich mir für später auf. So, es gibt ja auch einen Shop. Und hier kann ich mir für Robux Sachen kaufen. Das ist so ganz schön. Es gibt ein Reel zum Spinnen. Das mache ich natürlich gerne. Und... Please, please, was Gutes. Please. Yeah, ich habe Auto, Schädel, verkaufen, glaube ich. Automatischer Verkauf. Okay, dann kann ich jetzt farmen gehen. Wenn die automatisch verkaufen, dann farme ich jetzt erstmal für 5 Minuten. Bam! 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 Jetzt wird gelevelt. Jetzt wird gelevelt. Oh Gott. Oh Gott, der ist ein bisschen stärker als ich. Damit habe ich nicht gerechnet. Ah! Oh Gott. Ich habe nicht drauf geachtet. Der ist aber Level 5. Ich bin gerade mal Level 4. Okay. Jetzt bin ich Level 5. Jetzt haben die Leute keine Chance mehr gegen mich. Ich finde es aber schön, dass die Goblins mir nichts tun, bis ich sie angreife, aber ich sie one-hitte. Und deswegen jetzt die ganze Zeit leveln kann. Das gefällt mir. Die kommen gar nicht darauf klar, wenn sie one-hitted werden, bleiben die einfach stehen, weil sie gar nicht so in den Kampf-State gehen. Aber so kann man auf jeden Fall am Anfang gut farmen. Ich weiß nicht, ob es schnellere Methoden gibt, am Anfang zu farmen, aber ich glaube, das ist eigentlich gerade ganz stabil. Ich bin jetzt schon Level 7. Das gefällt mir, jetzt bin ich Level 8. Ja, solange ich weiter level, werde ich das jetzt erstmal machen. Das macht nämlich Spaß. Lang kein Roblox-Spiel mehr gespielt, in dem das so viel Spaß macht zu kämpfen. Wirklich, das habe ich so vermisst in all diesen ganzen Spielen, in denen man irgendwelche Schwerter auf Viecher hetzt oder in denen man irgendwelche Mannequins angreift, in denen man irgendwelche Anime-Fighter losschickt. Die Gegner wehren sich nie. Und das ist so langweilig. Man kloppt einfach nur auf irgendwas ein, was sich nicht wehrt. Aber die wehren sich wenigstens. Und das ist so ein Aspekt, der macht das Spiel für mich so viel cooler. Natürlich ist es traurig, wenn man so ein Viech angreift und das einen dann tötet. Aber es ist auch so viel cooler, wenn man es dann trotzdem schafft. Und dann so, bam, yeah, ich kann die Forest Spines besiegen, weil ich bin jetzt schon so stark. Ich bin Level 10. So, wir gucken einfach mal in mein Inventar. Ich habe doch jetzt hoffentlich, please, ein Schwert dazu bekommen. Ich hab 4 Rewards. Okay, gucken wir mal meine Rewards. Hier habe ich ein paar von diesen Rewards und Geschichte. Hier ist was zum Claimen. Kill 50 Mobs. Ich claime und jetzt habe ich so einen Sword bekommen. Okay, okay. Items. Oh, ich habe eine Menge Swords. Aber ich glaube, die Venom Nightblade ist meine stärkste. Equip Best. Ja, das ist meine stärkste. Dann rüste ich die jetzt aus.
Und dann gucken wir mal, wie viel meine Venom Nightblade jetzt macht. Jetzt sind diese Level 5er Forest Sprites für mich nichts. Aber ich brauche trotzdem eigentlich mehr Schädel, weil trotzdem gehen meine Schädel jetzt sehr schnell voll. Ich kriege ja pro Hit 8 Schädel. Also muss ich jetzt mal in den Shop gucken, wo kann ich mir denn mehr Schädel holen? Please. Irgendwo muss es doch die Möglichkeit geben, dass ich mehr Schädel behalten kann. Vielleicht, wenn ich Ex öffne. 100 hiervon, 250 hiervon. Komm, ich öffne mein erstes Ding. Und ich ziehe. Please. Ja, Maus, Starter. Starter ist wahrscheinlich basic. Na gut, 10%. Nicht das Schlechteste, was man ziehen konnte. Ich gehe auf jeden Fall jetzt auf Pets und rüste es aus. Potions gibt's auch noch. Das gefällt mir. Das Einzige, was ich immer noch brauche, ich will mehr Schädel haben. Wenn ich das bis zum Ende des Videos nicht rausgefunden habe, dann schreibt mir bitte in die Kommentare, wie man das macht. Mir macht das Spiel richtig viel Spaß. Und ich will das mehr spielen. Ich will das mehr als nur ein Video spielen. Ich werde hier jetzt durchlaufen, weiter leveln. Ich will einfach gucken, wo es mich hinführt. Das macht Spaß. Schädel voll. Oder sind Schädel immer voll? Wenn ich jetzt den hier angreife, dann... Oh, der macht mich so fertig. Der macht mich so fertig. Der macht mich so fertig. Oh Gott, der macht dich fertig. Nein, please. Please. Lass mich in Ruhe. Ja, du kannst hier nicht rein. Aha. Oh Gott. Oh nein, er hat mich gekriegt. Oh, so knapp. Das war so knapp. Okay. Schade. Man konnte es ja mal versuchen. Minigame Alert, da mache ich natürlich mit. Hier ist noch ein Shop. Und hier kann ich mir eine Ghostly Soul kaufen. Kaufen. Jetzt weiß ich endlich, wo man sich das ganze Zeug kauft. Oh, was muss ich hier machen? Was muss ich hier machen? Ist das ein Arena-Kampf? Okay, ich glaube, das ist ein Arena-Kampf. Kämpfen wir zusammen oder gegeneinander? Ich glaube, wir kämpfen gegeneinander. Dann warte ich mal hier drin. Ich hole mir den letzten. Oder ich gehe einfach rein. Arm. Oh Gott, warum ist der so stark? Der ist Level 1. Ich bin Level... Ah. Nein! Wie hast du das überlebt? Na gut, ich hab's nicht geschafft. Aber ich hab den Shop gefunden. Da vorne ist der Shop. Gott sei Dank. Aber ich hab's nicht ausgerüstet, wie es aussieht. Oh, ich hab Autocell nicht mehr. Aber egal, ich kaufe mir jetzt diesen hier. Und dann 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 diesen hier. So. Und jetzt kann ich mehr Schädel auf einmal haben und kümmere mich um dich. So, Autocell ist bei mir jetzt auch schon aus. Das heißt, die 5 Minuten, die gingen richtig schnell rum. Das hat sich angefühlt wie nichts. Gehen wir auf Verkaufen und kriegen jetzt 25 Münzen. Ne, 118 Münzen. Okay, alles gut. Alles gut. Wir kriegen jetzt auf jeden Fall mehr dazu. Ach, das hier ist dann noch ein Heilbrunnen. Da kann ich mich healen. Nur jede Minute healen. Okay, das muss ich mir merken. Ich laufe jetzt erstmal durch, mache die wieder weg. Ach, immer wenn ich die Leute töte, kann ich einfach so Loot bekommen. Und dann kommt das da oben. Purple Long Sword, Strong Swords. Jetzt bin ich wieder aufgelevelt, habe einen Blue Slicer bekommen. Jetzt gehe ich wieder verkaufen. Und Leute, natürlich gibt es in diesem Spiel auch Codes. Hier gehen wir mal auf die Twitter-Codes. Und auf der Startseite stand dann schon Code eingeben. July Event. Gebe ich einfach mal ein und kriege dafür Triple Damage für 20 Minuten. Und ich weiß nicht, was ein Firework Boost ist, aber ich mache es einfach mal. Ich gebe den Code Apologies ein, drücke auf Einlösen und kriege jetzt dreimal Firework Boost da unten. Mein Sword Inventory ist full. Oh oh, ich habe zu viele Schwerter. Kann ich mir bessere Schwerter kaufen? Bestimmt. Weil ich möchte kein grünes Schwert haben. Grün ist nicht gerade so meine Favorite Farbe. Ah, man kann dann hier die nächste Map kaufen. Man kann hier Ränge kaufen. Aber... Buy all. Hä? Da stand nicht, was es mich kostet. Alle möglichen Seelen. Ach so, okay. Stornieren. Habe ich gemacht. Schwerter kann man scheinbar nur gedroppt bekommen. Okay, dann gehe ich einfach mal auf mein Inventory. Ich habe mein Bestes schon equipped und kann ich die jetzt irgendwie fusen? Ich drücke mal auf Evolve. Geht nicht. Das hier kann ich evolven. Mache ich mal. Nur Starter und Higher Rarity can evolve. Ja, machen wir ab. Haben wir evolved. Ich dachte, das geht. Ich drücke mal auf Upgrade. Keine Ahnung. Drücke ich hier wieder auf Evolve. Und dann hier auch auf Evolve. Und hier auf... Hier geht's nicht. Das kann ich evolven. Ja, Mann. Das kann ich evolven. Ja, Mann. So, das ist schon Max Evolve. Das kann ich noch evolven. Ich evolve jetzt die ganzen Schwerter. Ich weiß gar nicht, ob das so schlau ist, dass ich alle evolve. Vielleicht kann ich da irgendwo verkaufen, keine Ahnung. Vielleicht kann ich die traden. Vielleicht macht es aber auch Sinn, die alle zu evolven. Jetzt habe ich einige evolveden Swords. Trotzdem ist das nicht besser als das Schwert, das ich hier habe. Und die können auch noch leveln? Alles klar. Guck mal kurz in meine Rewards rein. Ich habe bei Geschichte nichts weiteres drin. Okay. Gut, jetzt slice ich mich hier wieder durch. Alle durch. Bam, bam. Dich mache ich auch weg. So. Starty Slicer. Crystal Nightblade bekommen. Die sieht cool aus. Ich hoffe, die ist stark. Gucke ich mir gleich an. Ja, Mann. Verkaufen. Oh mein Gott, ich habe einen Frost Slasher. Leute, ich habe einen Frost Slasher.
Es ist Common. Aber es sieht so gut aus. Warum steht da Common? Hey, Starter, Basic. Ach, Common ist orange? Okay. Das nehme ich. Das nehme ich gerne an. Nehme dann wieder mein neues Schwert raus. Und dann gucke ich mal, wie viel Schaden ich jetzt bei... Die hier two-hitte ich. Und den hier... Oh. Oh. Vier-hitte ich. Perfekt. Dann gehe ich mal auf Verkaufen und kaufe mir die neuen Seelen. Ich muss hier unbedingt weiterkommen. Ich brauche so viel mehr Schädel-Space. Das ist ja nicht auszuhalten, wie viel Schädel-Space ich brauche. Auf dem Weg dorthin natürlich ein paar Goblins schlachten. Und dann gehe ich einfach auf Buy All, akzeptieren. Und habe mir eine Seele erfolgreich gekauft. Die nächste kostet mich dann wieder 244. Das hole ich mir. Dann hiere ich mich einmal voll. Ab. Und jetzt bist du dran. 25.000 kostet mich, das zu unlocken. Muss ich auch eine Weile farmen? Damit mache ich gerne, weil es macht Spaß zu farmen. Endlich mal ein Spiel, wo Farmen Spaß macht. Und ich könnte ja auch mal so ein Eck hier hatchen, oder? 250 kostet mich das. Ich öffne es und kriege... Ringed Bats. Ist das gut? Es ist im Mittelfeld. Es ist 7%. Das klingt ganz gut. Okay. Dann gehe ich auf mein Inventory, dann auf Pets und equippe das hier. Und dann werden wir mal wieder ein paar Goblins klatschen. Bam, bam, bam. Schädel voll. Das ist das einzige Problem. Die Schädel sind so schnell voll. Aber dafür gibt es doch bestimmt einen Boost, den ich anwenden kann. Gucken wir mal hier rein. Oh, ich habe bei Geschichte etwas. Minigame Alert. Okay, dann muss ich erstmal Minigame teilnehmen. Kill 100 Mobs. Claim. Gemacht. So, ich nehme mal Minigame teil, aber mal gucken, wann ich hintippet werde. Das Desert Sword habe ich jetzt bekommen. Ja, das ist jetzt nicht so interessant. So, das nächste kostet mich dann 244, kaufe ich mir. 318 kaufe ich mir. Und das nächste kostet mich dann 413. Das werde ich mir dann natürlich auch kaufen. Am Minigame nehme ich irgendwie nicht teil. Aber ich sehe gerade, die Typen haben dasselbe Schwert wie ich. Guck mal, er hat dasselbe Schwert wie ich. Was für ein Zufall, Homie. Ich mache dich jetzt tot. War aber schon ziemlich knapp. Okay. Viele von euch kann ich nicht töten. Aber ich bin aufgelevelt. Ich bin jetzt schon Level 17. Und ich muss sagen, mir gefällt dieses Spiel hier. Ich kann auch zum July-Event gehen, auch wenn der Juli jetzt schon ein halbes Jahr her ist. Ich akzeptiere und gehe zum July-Event. Das Spiel wird vielleicht nicht so aktiv geupdatet. Aber im July-Event gibt es ein Egg für July-Dinger. Es gibt wieder so einen Brunnen. Es gibt für 25 Robux die Quest Kill 20 Forest Sprites. Die habe ich fast erfüllt. Dann ist hier auch ein Spinning Reel. Das spinne ich natürlich gerne. Oh, ich habe keine Spins. Schade. Ich hätte gerne das Patriot Sword bekommen. Weil ich bin ein amerikanischer Patriot. Und da vorne ist dann ein Boss. Ich klatsch dich. Alter, wie voll ist der Bildschirm? Ich sehe nichts. Aber der wehrt sich nicht. Ach, wie nett, dass du dich nicht wehrst. Captain America, du bist so ein Ehrenmann. Patriot Commander. Oh, aber er schubst mich manchmal weg. Und dann kriege ich doch ein bisschen Schaden. Was soll denn das? Aber ich sehe ja gar nicht, wann er seine Attacke macht. Weil mein Bildschirm so voll ist mit diesen ganzen Effekten. Aber das ist auf jeden Fall ein Weg zu farmen. So farmt man ja viel schneller. Guck dir das an. Bam, 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 bam. Guckt jetzt auf mein Geld. Rut, 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 rut. Geld geht hoch. Edelsteine gehen hoch. Geil. Aber die ganze Zeit springen. Vielleicht trifft er mich dann nicht. Doch, er hat mich getroffen. Ich bin auch schon halb tot. Aber er ist auch halb tot. Ich nehme Abstand. Und ich gehe wieder ran. Wenn er stehen bleibt, nehme ich Abstand. Weil dann gehe ich davon aus, dass er gleich seine Kick-Attacke auspackt. Aber macht er irgendwie nicht. Was soll denn das? Okay, es ist einfach zu viel. Leute, ich gehe einmal kurz auf die Einstellungen. Hide Currency Effects habe ich jetzt mal gemacht. Jetzt kriege ich die ganzen Effekte hoffentlich nicht mehr. Ja, jetzt kriege ich die Effekte nicht mehr und kann mich jetzt hoffentlich auch dagegen verteidigen, wenn er stampft, weil ich es diesmal sehe. Okay, den will ich klatschen. Ich mache den zwar so wenig Schaden, aber ich will den trotzdem klatschen. Aber nett von ihm, dass er mich nicht wegkickt. Da werde ich langsam... Oh Gott, er kickt aber ziemlich schnell. Ich glaube, da kann man gar nicht reagieren. Die Attacke wird gar nicht vorangekündigt. Der macht einfach. Aua, was soll denn das? Ich würde sagen, ich komme gleich nochmal wieder, sobald ich fertig bin. Mit neue Sachen kaufen und so weiter. Weil der Typ, der ist sowieso so schnell nicht down. Ich könnte jetzt einmal hier hingucken. Diese Quests habe ich natürlich noch nicht fertig. Aber kann ich mir vielleicht jetzt schon was hiervon kaufen? 500 kostet mich ein Eck. Da habe ich ja zufälligerweise genau richtig. Und ein Celebration Unicorn. Yay, wir feiern den 5. Juli. Und das Celebration Unicorn ist sehr viel besser. Okay, perfekt. Ich gehe auf Equip Best.
Jetzt farm ich auf jeden Fall sehr viel besser. Ich gehe mal zurück zum Spawn. Ich soll ein paar Forest Sprites killen. Also mache ich das jetzt mal schnell. 1, 2. Das hält vielleicht nicht. 3. Ist mir egal. 4, 5. So, das sollte doch reichen, oder? Jetzt kann ich den Typen mir noch in den Rücken stechen. Bam, bam. Und ich habe 1900 Coins. Also kann ich jetzt einfach Buy All machen. Akzeptieren. 3 Seelen gekauft. Perfekt. Für mehr muss ich die nächste Map discovern für 25.000. Dafür habe ich nicht ganz genug. Aber wer braucht denn auch ganz genug? Ich gehe einfach mal hier noch auf Verkaufen. Guck dann einmal, ob ich vielleicht schon ein besseres Sword habe inzwischen. Das Desert Sword ist besser? Ah, das ist tatsächlich besser, das Desert Sword. Oh, ich dachte, das wäre schlecht. Na gut, jetzt gehen wir wieder zum Event. Und ich versuche jetzt mal mit dem Desert Sword ein bisschen was abzuziehen. Oh, weil ich habe 45.000 Coins. Als ob das Pet so einen fetten Bonus bringt. Ich wollte gerade sagen, mal gucken, wie viel Bonus mir jetzt dieses Pet bringt, wenn ich den Typen angreife. Aber ich habe 45.000. Spiel einfach durchgespielt. Ha, komm ran. Lauf nicht weg, Bro. Ah, guck mal, jetzt geht er auch viel schneller down. Und ich kriege auch so viel besser Coins. Oh, guckt euch das an. Oh, ja, Mann. 90.000. Ich blockiere ihn die ganze Zeit. Ich blockiere ihn einfach. Ich bin schon Level 30. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich das Spiel bald durchgespielt habe, aber ich habe so viel Spaß. Aua. Ah, es ist geil. Es macht mir so viel Spaß, dieses Spiel zu... Ey, lass das. Okay, komm, ich mach dich jetzt weg. Ich glaube, da oben, das ist dann die Belohnung, die ich bekomme, wenn ich ihn gekillt habe. Die bemisst sich dann daran, wie viel Schaden ich gemacht habe oder nicht. Aber einfach nur zum Testen. Ich gehe jetzt... Obwohl, 150. Ich farm jetzt noch 150 von diesen Event-Dingern zusammen, damit ich noch ein Egg öffnen kann. Okay, werde jetzt noch so ein Event-Egg öffnen. Und wenn ich dann das Event-Egg habe... Warte, ich bin gar nicht Level 30. Er ist Level 30. Ich bin Level 17. Ich wollte schon sagen, okay. Dann habe ich mich wohl verguckt. 500! Ich dachte 150. Oh, na gut. Dann werde ich es nicht machen. Aber ich gehe zu dieser Questkatze, weil ich sollte ja Forest Sprites töten. Und das habe ich getan. Und als nächstes muss ich 50 Mummy-Eggs öffnen. Das kriege ich wahrscheinlich jetzt nicht so schnell hin. Aber ich kaufe mir die nächsten Regionen in der Hoffnung, dass ich dort bessere Schwerter bekomme. Und für die besseren Schwerter, mit den besseren Schwertern kann ich den Typen dann bestimmt besser töten. Hier ist einfach so ein Shop auf dem Ding drauf. Finde ich auch cool. Ich gehe auf Unlock, akzeptieren. Ist jetzt unlocked. Und jetzt haben wir hier die Pharaonen, die ich gerade so wegklatschen kann. Oh Gott. Ist knapp, aber ich krieg's hin. Und für 5 Millionen kommt man dann in die nächste Region. Alles klar. Aber gucken wir hier mal rein in den Shop. Ich klicke mal auf Buy All und... Tim, 12 Seelen erfolgreich gekauft. Das ging ja schon mal ab. Rekrut kaufe ich mir für 500.000. Nee, Digga. Da bleibe ich lieber ein Trainee. Aber vielleicht habe ich jetzt Rewards bekommen. Please. 500 Coins hole ich mir. Und dann gehen wir wieder zum Event. Und werden jetzt versuchen, den Boss einmal runterzukriegen. Oder habe ich schon Spins bekommen? Wie kriegt man diese Spins? Ich habe keine Ahnung. Die muss man sich vielleicht kaufen, das kann sein. Kaufen möchte ich nicht. Weil der Typ hat noch 900 HP. Also wird es Zeit, dass wir jetzt langsam mal wieder mitmischen hier. Ich bin Level 17 und Trainee. Und Sophie ist einfach Level 18 und Brute. Ich weiß nicht, wo sie den Rang her hat, aber ich bin noch eine Weile entfernt vom nächsten Rang, den ich kriegen könnte. Aber ich spiele das Spiel wahrscheinlich auch nicht auf dem Weg durch, den man für den es gedacht ist, weil ich halt dieses Event jetzt mitnehme, um schneller zu farmen. Aber man muss nehmen, was man kriegen kann, nicht wahr? Ey, kick mich nicht weg. Das ist frech. Woran sehe ich eigentlich, wann ich das nächste Mal auflevel? Eine XP-Bar habe ich ja nirgends, oder? Aber eigentlich ist es ja egal, weil ich level ziemlich schnell. Aua! Aua! Der tritt mich immer weg, wie so ein Frechdachs. Wisst ihr noch, wie ich sagte, bis zum nächsten Rank dauert es eine Weile. Wenn ich den Typen hier weiterfarbe, dauert es, glaube ich, nicht eine Weile. Ich meine, guck mal, ich habe jetzt schon fast 300.000, ich brauche 500.000. Easy. Und ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, wenn wir den Typen down gekriegt haben, kriege ich jetzt mindestens 200.000 Bonus obendrauf. Also auch easy. Ja, jetzt komm mal ran, mein Junge. Hä? Okay, Bro. Okay, Bro. Aua. Er ist wieder da oben. Wer schleudert ihn immer da hoch? Oh, und ich habe fast 500 zusammen für ein besseres Pet. Und die muss ich mir dann holen. Ich muss mir dann ein besseres Pet holen. Weil noch ein Pet aus diesem Eck sorgt dafür, dass ich noch schneller farme. Aua, nein, was? Alles klar. Ich wollte mir das Pet jetzt gar nicht holen, weil ich kann es mir noch gar nicht leisten. Aber ich kann ja mal gucken, kann man hier schon die weiteren Quests sehen? Patriot Commander. Kill one Patriot Commander. Ich kann aber keine Mummy Exits öffnen. Dafür ist nicht genug Zeit. Ach, und da oben ist meine Levelbar. Weil ich im Bosskampf bin, habe ich die gerade nicht gesehen. 120 von 22, also level ich gleich auf. Ich musste nur noch ein paar Hits drücken. Gut, da bin ich gleich Level 18. Oder level ich überhaupt, indem ich ihn hitte? Es kann sein, dass ich ihn gar nicht level, sondern nur, indem ich ihn töte.
Aber ist ja auch egal. Minigame Alert. Nein, ich kann jetzt nicht am Minigame mitmachen. Ich muss den Captain Patriot. Patriot Commander. Ich muss den Patriot Commander schlachten. Komm, ich gebe ihn Headshot. Bam. Ich kick ihn in den Kopf. Du hast keine Chance gegen mich. Da, wo ich herkomme. Hallo? Ich glaube, wir belästigen ihn zu sehr, oder? Aua. Aber ich habe 500. Dann würde ich sagen, öffne ich jetzt nochmal schnell ein Eck, weil das nächste Pet gibt mir noch einen weiteren Boost. Leider ist man so langsam. Open. Und ich habe einen Celebration Bunny gezogen. Das ist, glaube ich, das Schlechteste, was man ziehen kann. Aber es ist trotzdem tausendmal besser als alle meine anderen Pets. Genau. Obwohl, Celebration Bunny ist so viel besser. Oder? Ah, nee, ich habe gerade mit meinem Winged Bat verglichen. Alles in Ordnung. Es ist so viel schlechter. Aber es ist egal. So, wir haben jetzt einen Celebration Bunny ausgerüstet. Und ich farm jetzt noch schneller. Und sobald wir den Commander geschlachtet haben, kann ich das nächste Eck öffnen. Und dann kann ich noch schneller farmen. Das gefällt mir. Aua, Bruder. Alles klar. Okay, nur noch 180 Hits und dann ist er down. Nur noch 180 Hits. Das Traurigste, was passieren könnte, wäre, wenn er es jetzt tatsächlich noch schafft, mich vorher zu töten. Oder was noch wahrscheinlicher ist, mich mit so einer Stampfattacke aus der Map zu kicken, dass ich einfach wirklich dann tot bin. Und dann verpasse ich einfach seinen Kill. Das wäre so traurig. Aber ich muss hoffen. Aua. Aua. Noch 100 Hits. Wir haben es bald. 90. 80. Und 70. Aua, Alter, wie er mich weggeklickt hat. Oh Gott. Warum läufst du weg? Noch 50 Hits. Ich komme noch rechtzeitig. Oh Gott. Ich hatte gerade kurz Angst. Noch 40 Hits. 30. Aua. 33. Jetzt aber. 28. Holt ihn euch. 19, 17, 16, 15, 14, 13, 12. Komm runter, please. 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Wir haben ihn. Wir haben ihn. Also habe ich die Belohnung, die da oben stand, nicht bekommen. Okay, er kommt in 2 Minuten wieder, aber ich dachte, ich krieg die Belohnung, die da oben ist. Schade. Jetzt bin ich traurig. Na, dann gehe ich einfach mal auf Cell. Laufe jetzt einfach nach vorne und hole mir in der neuesten Region dann auch den besten Rang, den ich mir so holen kann. Oh, ich glaube, der klatscht mich. Oh, das war knapp, das war knapp. Okay. Ich sollte mich noch nicht mit den Pharaonen anlegen. Aber ich hole mir jetzt den Rang Rekrut. Yay, Rekrut. Oh, das ist dann... Oh. Ja, X-Dash, Minigame. Oh, Rekrut ist dann ein Rebirth. Aber man behält seine Pets, sehr gut. Ich wusste nicht, dass das ein Rebirth ist. X-Dash ohne Axten? Hä? Wo sind die Äxte? Wo sind die Äxte? Ich kann einfach durchlaufen. X-Dash, but there's no X. Ich bin Erster, weil ich einfach durchlaufen konnte. Was war das denn? Okay, ich habe einen Rebirth gemacht, bin wieder Level 1. Ich behalte aber mein Schwert. Das bedeutet, ich behalte auch den Schaden, den ich mache. Ich fange halt nur von vorne an zu leveln. Und ich muss die Schädel wieder neu zusammenkriegen. Aber ich kriege auch sehr... Okay, na gut. Da ich die guten Pets habe, geht das auch alles wieder sehr schnell voran. Ich kaufe mir kurz für die 5000, die ich habe. Hier. Ein paar neue Swords. Bam. Alle gekauft. Sword Inventory full. Wie kann ich das Sword Inventory upgraden? Das kostet mich Robux. Okay. Ich habe ein stärkeres Schwert bekommen. Das gefällt mir. Zen Sharpened Short Sword. Das gefällt mir wirklich. Dann evolve ich mal wieder ein paar Schwerter. Das hier kann ich noch evolven. Und das kann ich auch evolven. Und dann farm ich mal schnell die 25.000 für die nächste Region zusammen. Dafür muss ich ja nur einmal kurz ein paar Leute klatschen. Oh, ich one-hitte die Forest Sprites mit dem Schwert. Guckt euch das an. Die Forest Sprites werden einfach one-hitted. So, bam, weg. Bam. Ich two-hitte die Dinger hier. Oh, aber sie two-hitten mich auch, weil ich noch nicht aufgelevelt genug bin. Ist in Ordnung. Jetzt habe ich aber schon genug für die nächste Region. Auch wenn ich noch nicht das Level für die nächste Region habe. Jetzt verstehe ich auch das System hier hinter. Alles klar. Das ist lustig. Ich brauche halt ein Level, mit dem ich... Hits von den anderen einstecken kann. Oder ich brauche ein Sword, das stark genug ist, um sie zu one-hitten. Mein Sword-Inventory ist wieder full. Oh, ich hab den Unholy Slasher genug, um ihn zu evolven. Wie gut ist der jetzt? 444, alles klar. Aber der hier ist scheinbar immer noch besser. Okay. Interesting. Dann gehen wir mal wieder auf Verkaufen.
und haben jetzt die 224.000 zusammen. Ich würde aber mal sagen, wenn ihr sehen wollt, wie ich das Spiel hier jetzt noch bis zum Maximum durchspiele, dann lasst gerne ein Like auf dem Video da. Abonniert meinen Kanal für mehr Videos. Das war's mit dem Video. Bis dann und ciao!